Grüezi, liebe Zuschauer. Die meisten von Ihnen werden bereits gemerkt haben, wohin dass wir Sie in der heutigen Stadt- und Landsendung führen wollen. Es sind ja alles Berner Trachten, die Sie gesehen haben. Wir sind also im Bernbiet. Die sich in der Volksmusik, im Volkslied ein bisschen auskennen, haben wahrscheinlich die Melodie kennt, die wir vorhin gerade gehört haben, nämlich das Trubermeitschi von Oskar Friedrich Schmalz. Und wenn Sie ganz genau geschaut haben, haben Sie am Anfang von dem Trachtenhochsieg sogar ein Kilali gesehen, das man sofort erkennt, nämlich das Kilali von Trub. Wir sind also hier in Trub, im Emmental, und werden Ihnen heute ein bisschen Emmentaler Musik bieten und ein bisschen Emmentaler Gemütlichkeit vermitteln. Die Musik, die wir vorher gerade gehört haben, das war die Rundermusik von Schüppach. Und jetzt ist die Reihe an der Trachtentanzgruppe aus Langnau im Emmental. Ich gebe nicht ab, bis ich ein schönes Schätzchen habe. So heisst das Lied, das Sie jetzt gerade gehört haben. Und so heisst auch der Tanz, den uns Trachtenleute aus Langnau vorgeführt haben. Und nicht wahr, liebe Zuschauer, Sie haben nicht nur Freude gehabt an den gemütigen Burschen und Mädchen, an den Männern und Frauen und am Tanz natürlich, sondern sicher auch an den schönen Trachten, die Sie haben. Und über die Trachten, da könnte man einen ganzen Haufen erzählen und berichten. Aber für heute möchten wir nur ein Detail davon erwähnen, nämlich den schönen Silberschmuck. Wie viele Trachtentöchter und Trachtenfrauen sind schon im Laden vom Silberarbeiter gestanden und haben dort aus der glitzerigen Auswahl die schönsten Schmuckstücke ausgewählt für ihr Ehrenkleid, für ihre Trachten? Wie viele Leute schon haben die schönen silbrigen Rosengarnituren angeschaut und nur so gestaunt über die Feine und die Reichhaltigkeit dieser Schmuckstücke? Und doch gibt es einen Haufen Leute, die können sich überhaupt gar nicht vorstellen, wie die Broschen und Rosetten, die Heften und die Plätzchen gemacht werden. Aber Sie, liebe Zuschauer, Sie sollen jetzt die Kunst kennenlernen, denn wir machen jetzt einen Abstecher auf grüne Matura zu einem Filigranist. Zuallererst braucht der Gürtler, so sagt man Zentrum der Filigranisten, kleine Mäss aus Blech, wo er den feinen Silberdraht draufwickelt. Er nimmt vier verschiedene Breite und leiert den Draht auf jedem sechsmal drumherum, denn der Trachtenschmuck ist immer sechsteilig. Nachher wird der zablige Draht mit Eisenstäbchen, die verschieden dick sind, abgebogen. All die Mäss und Geräte stammen noch vom Grossvater, denn seit mehreren Generationen wird der Beruf immer vom Vater auf den Sohn weitergegeben. Es wird behauptet, zuerst Filigran im heutigen Sinn hätten gewisse Fräuler zu Glarus gemacht. Aber als sicher gilt, dass die Filigranarbeit erst um die Mitte des letzten Jahrhunderts so richtig aufgekommen ist und im kleinen Emmentaler Dörfli Grünematt bei Lützelflüe ein Zentrum gefunden hat. Dort haben auf dem Stühligenhof die Gebrüder Kohler Filigranarbeiten gemacht und zu denen sind auch die Vorfahren der heutigen Gürtlergilde in die Lehre gegangen.
Dortmals sind die chemischen Arbeiten, die es in diesem Gewerbe halt auch gibt, mit primitiven Mitteln gemacht worden. Und weil auch die Werkstätten nicht gerade die gesündesten waren, haben die Leute gleich an der Auszehrung gelitten und sind daran gestorben. In einer Familie aber hat sich das Gürtlerhandwerk bis auf den heutigen Tag erhalten, bis Geissbühlers. Ein Vorfahr von der heutigen Generation, ein Fritz Geissbühler, hat vor etwa 100 Jahren noch bei den Brüdern Kohler die Kunst gelehrt und gleich besonders schöne Arbeiten gemacht. Seitdem werden die Arbeitsweise und Geheimnisse, aber auch Kniff und Förderli vom Gürtlerhandwerk vom Vater dem Sohn weitergegeben. Wenn die vier Drähte von grob zweckgebogen sind, kann der Herr Geissbühler anfangen mit der Pinzette das Rahmenwerk, man sagt dem Zargen, formen. Man staunt nur, wie tiefig und sicher die Rohformen zweckgebogen werden. Neben der nötigen Begabung braucht es dazu ein gutes Auge und eine geschickte Hand. Die vier verschiedenen grossen Zargen werden jetzt auf ein Stückchen Holzkohle gelegt. Dann wird mit einem kleinen Büchsli, das Herr Geissbühler selber gemacht hat, säuferlich Schlaglot drauf gestreut. Die Rohformen sollen nämlich jetzt dann das erste Mal gelötet werden. Für das geht der Filigranhandwerker in ein kleines Nebenzimmerli durch. Von den Flammen sind die silbrigen Sterne ganz schwarz geworden. Man legt es darum schnell in ein heisses Schwefelsäurebad, fäumt es aber schon gleich wieder mit einem Holzstäbchen daraus raus und lässt sich altem Wasser verkühlen. Das
Zackerli-Maschine, sagt der Herr Geissbühler dieser selber konstruierten Einrichtung. Auf der einen Seite steckt man einen dünnen, glatten Silberdraht rein und zwei Zahnrädchen, die ineinander greifen, sorgen dafür, dass auf dieser Seite flugs ein zackelter Draht rauskommt. Der fein zackelte Draht braucht der Filigranmeister Geissbühler zum Ausfüllen von der grösseren Flächen in den Rohformen. Pinzette und dem Zeigefinger dreht, druckt, formt und zwingt der geübte Filigranist den widerspenstig zackelten Draht zusammen mit einem glatten in die richtige Lage. Wenn der Draht fertig eingerollt ist, wird der Hübscheli in die Rohform eingefüllt. Diese Arbeit wiederholt sich nach 23 Mal, denn es sind ja 4 sechsteilige Zargen. Diese 4 flachen Rosetten sollen also zu einer plastischen Rose zusammengesetzt und geformt werden. Die grösste davon ist aber noch nicht fertig, denn sie wird besonders reich eingelegt. Die munzigen Teile, die jetzt noch mit einer Pinzette reingetan werden, hat voran die Mutter Geissbühler mit feinen Zängeln zweigebogen.
Alle vier flachen Rosetten sind jetzt zweckgemacht und man kann wieder ans Löten denken. Voran muss man auch das Mal säuferli Schlaglot draufstreuen. Das heisst, es ist eigentlich ein Gemisch von Lot und Borax. Das Borax sorgt dafür, dass Pulver in der Hitze besser fließt. Das Lot macht der Herr Geissbühler wie seine Vorfahren selber. Er gießt zuerst eine Legierung aus Silber, Messing und Zinn und macht dann mit einer gewöhnlichen Feile aus dem Metallmocken ein feines Pülferli. Wenn die vier immer noch flachen Teile fertig gelötet sind, kommt es auftiefen an die Reihe. Dazu braucht der Filigran-Künstler Holzdöckel, grössere und kleinere, für jede Rosettengrösse einen anderen. Die Auftiefholz, wie man sagt, spannt man in Schraubstock und dann kann man mit einem Hammer die Rosette zweigbügen. Das sieht natürlich alles viel einfacher aus, als das es ist, denn man kann nicht einfach drauf losbängeln. Nein, es braucht mehr Gefühl als Härte, mehr Erfahrung als Kraft. Die kleinste Rosette, also das Innersteil der Filigranrose, kann nicht mehr auf dem Auftiefholzzweig gehämmert werden. Dafür braucht Herr Geissbühler ein Eisenstück mit verschiedenen grossen Vertiefungen. Auf eine legt er die Rosette und 1, 2, 3 hat auch das Stück seine endgültige Form bekommen. Und jetzt kann die Silberrose zusammengesetzt werden. Zunderst ist der grösste, feinste und reichste Teil. Dann kommt ein bisschen verschoben die zweitgrösste Rosette. Die dritte wird mit der Pinzette sorgfältig darauf angelegt und das Kleinsteile hat unterdessen in der Mitte kleine Stängel bekommen, die die Staubfäden symbolisieren sollen. Und jetzt wird die ganze Silberrose zusammengelötet. Wenn die fertig geformte Silberrose auch noch weiss gesotten ist, werden die Ränder poliert. Das Erbetli macht der Grossvater Geissbühler, der auch ein berühmter Gürtler war und seiner Lebtag Tausende und Abertausende von derigen Schmuckstücken geformt hat. Das ist vielleicht etwas vom Erstaunlichsten am Filigran-Gewerbe. Der Berufsmann ist zugleich Künstler, Handwerker und sogar ein bisschen Chemiker. Wie nicht gerade einer, braucht er ein grosses Wissen und Können, Ausdauer, Geduld und Feingefühl. Wenn man den Reichtum von Formen und Verzierungen an den Haften, Broschen, Nadeln und Armbändern sieht, dann kann man nur staunen über die ideenreiche und die Fantasie, die der Filigranist muss haben, wenn sein Gewerbe nicht einfach ein Kopieren von festgelegten Motiven soll werden. Sein Handwerk wird gerade darum kaum einmal durch die fabrikmäßige Herstellung verdrängt werden und bleibt sicher noch lange Handwerk im buchstäblichen Sinn. Die Filigran-Dynastie von der Familie Geissbühler zu Grünematt aber möchte man wünschen, dass sie noch lange die alte Tradition weiterführt und für die Erhaltung dieser Volkskunst sorgt. Bereits bringt der jetzige Meister seinem Bub die ersten Griff und Kniff bei und es sieht ganz danach aus, wie wenn die Mustertruhe der Grünematter Filigran-Künstler noch lange voll schönste Schmuckstück bleibt, zum Auslesen und Mitnehmen.
Unterdessen, liebe Zuschauer, sind wir von Grüne Matt hinein in ein anderes gemögliches Emmentaler Dörfli gekommen, nämlich auf Neumühli. Das ist eine kleine Ortschaft, die zwischen Langnau und Solbrück innen ist. Und wie Sie sehen, sind wir hier in eine Säle hineingeraten, wo fröhliche Musikanten und muntere Trachtenleute sind. Ich möchte Ihnen eigentlich vorschlagen, dass wir für den Rest der Sendung gerade hier bleiben. Der Trachtentanz, den wir vorhin gesehen haben, heisst Walzer aus der Rosenzeit und ist jetzt vorgeführt worden von Bursten und Mädchen aus Schüppach, aus Emmematt und auch aus Neumühli. Wir hören jetzt noch ein bisschen volkstümliche Musik. Sie wird uns aufgespielt von der Länderkapelle Alphütli aus Gohl-Langnau, dann von der Rundermusik Schüppach, die Sie am Anfang dieses Programms bereits kennengelernt haben, und schließlich vom Mundharmonika-Quartett Emmental aus Lützelflüe. Thank you.
Thank you.